Ja, nun freue ich mich, jetzt diesen Mann ankündigen zu dürfen, der wirklich vor 6 Jahren die erste AZK gemacht hat, den Mut hatte, einfach mal so eine Veranstaltung zu machen, der einfach dran geblieben ist in dieser Zeit, auch wenn es doch manchmal von den Medien her recht Gegenwind gegeben hat, nebst all dem anderen, das er sonst auch noch macht, darf ich auf die Bühne bitten, dich, Ivo Sasek. Er ist also Initiant, Gründer und Moderator von der AZK. Bitte, Ivo. Danke. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz herzlich willkommen aus nah und fern. Herzlich willkommen, die Referenten, die schon hier sind, in unserer Mitte, sind noch nicht ganz vollzählig. Wir haben diese 6 Referate. Ich bin überzeugt, es geht aufwärts. Man kann natürlich nie im Vorfeld Garantie ablegen. Nur halt, was ich selber gesehen habe, gehen heute Wünsche in Erfüllung. Das möchte ich vorweg sagen. Das ist manchmal so schön, wir halten alles so geheim und dann kommen Menschen, die sagen, oh, dieser Referent, oh, den solltest du mal einladen. Und du stehst hier und denkst, er kommt, er ist schon eingeladen. Ja. Also wirklich fantastisch, wie das alles zusammen funktioniert hat. Ich bin sehr gespannt auf diesen Tag. Ich möchte das gleich schon vorweg sagen für diesen heutigen Tag. Was immer Großartiges gehört werden mag und gesehen werden mag, ich glaube immer einer der ganz großen Höhepunkte ist dann einfach das Abbauen. Das muss man erlebt haben. Eine Halle mindestens in der Schweiz, die wird nur noch an uns vermietet, weil Großanlässe in dieser Form brauchen sie 14 Tage, um aufzubauen, 14 Tage, um abzubauen. Das kostet ziemlich viel Geld. Wir machen das genau in einer Stunde. Oder? In einer Stunde. Und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen an der oberen Grenze geschildert. Die Lois, die ihr gesehen habt, sie steigert sich ständig. Wenn es mir recht ist, war die letzte solche große Veranstaltung in etwa einer halben Stunde, war es wieder abgebaut, Halle geputzt. Und hier reden wir gerade mal von 14,5 Tonnen Material, also rein technisches Material, 14,5 Tonnen. Glaube es, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann liegt bei mir bereits die fertige DVD von diesem ganzen heutigen Tag als Live-Schnitt bereit. Ja. Also wenn man sowas mal erleben will, ich sage dir, da hast du was verpasst, wenn du nicht dabei bist. Du kannst dich, wenn du nie dabei warst, oben in die Tribüne sitzen und dieses Schauspiel dir vergegenwärtigen. Es ist einfach nur gewaltig. Ja. Tatsache ist, das muss man heute nicht mehr mit derselben Mühe beweisen wie früher oder noch vor wenigen Jahren. Tatsache ist, dass wir in einer Allkonfrontation drin stecken. Manchmal rede ich schon von einem Allfrontenkrieg und meine damit nicht nur allein der Krieg, der da in der Ukraine sich entwickelt oder nimm all die arabischen Länder und so weiter. Dann rede ich von dem Allfrontenkrieg im Sinne der ganzen Finanzkrise, der Weltfinanzkrise. Ist auch ein Krieg, auch ein Wirtschaftskrieg, versteht ihr? Und der kommt ja von irgendwo her. Das sind Menschen, die das machen, die dahinter stehen. Und da sind wir in der Konfrontation. In diesem Allfrontenkrieg von Verschwörung, man redet hier von Verschwörern, das sind nicht einfach Unfälle, die man nicht voraussehen könnte. Da ist oft Plan dahinter. Also ist man mit Verschwörung konfrontiert. Diese Verschwörung hängt wieder mit dem Thema Weltherrschaftsgelüste zusammen. Diese ganzen globalistischen Anstrengungen, die hier gehen, da geht es ja um nichts anderes als ich will die Welt beherrschen. Nein, ich will es. Und das sagt nicht nur, denkt nicht nur der Amerikaner sagt das, da gibt es noch ganz andere. Ja, man kann es kurz machen, wer eigentlich nicht. Ja, das geht über Religionen und sämtliche großen Nationen. Jeder hat dasselbe und jeder meint natürlich, ich will die Weltherrschaft, um das richtig zu machen, nicht so wie der andere. Ja. Aber seht ihr, das ist die Allkonfrontation. In dieser Problematik drin stehen wir mittendrin. Und ganz schlimm natürlich, jetzt kommen Dinge, Konfrontationen, dass wir plötzlich in diesem Gender-Wahnsinn drin landen. Hättest du mir das als Kind erklärt, dass wenn du gesagt hast, Ivo, wenn du mal groß bist, dann wird es nicht mehr nur 2 Geschlechter geben, sondern mindestens 7, oder? Hätte ich gesagt, spinnst du?
Das gibt's doch nicht, oder? Ja, schau, fast über Nacht kommt das. Plötzlich ist Männlein, Weiblein Geschichte. Plötzlich hast du 7 Geschlechter. Die zähle ich jetzt gar nicht auf. Es schadet um die Zeit. Was für ein Quatsch, oder? Aber was machen wir hier? Das ist Konfrontation. Unsere Kinder werden mit dieser Jauche übergossen. Das ist Konfrontation, seht ihr? Und ich spreche gerade darüber, dass wir begreifen, warum es eine AZK braucht. Warum wir hier sitzen. Und ich möchte klarstellen, dass AZK bei mir nicht heute Morgen 10 Uhr beginnt und abends 6 Uhr vorbei ist. Ich möchte dir sagen, AZK ist ein Lebensstil. AZK ist dazu da, hier eine Initialzündung zu bekommen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Ja? Aber seht ihr, man könnte hier, wenn man von der Allkonfrontation spricht, doch Stunden weiter erzählen und man kommt gar nicht zu einem Ende. Ich habe das mal gemacht, das Blatt war fast schwarz nachher. Ja? Wenn du einen Kreis ziehst, mal nur reinschreibst, was uns alles konfrontiert, und zwar zum Schlechten. Ich lasse mich gern konfrontieren, aber nicht nur mit Schlechtem. Ja? Dann hast du ein schwarzes Blatt am Schluss. Das ist grauenhaft, oder? Und da muss man was dagegen machen, siehst du. Und hier kommen wir zum Punkt, eine Allkonfrontation. Was ist der Ausweg daraus? Ich sage es als AZK-Gründer, Ausweg aus der Allkonfrontation, auch aus dem Informationskrieg, der mitten sich in diese anderen Kriege reinschiebt, wo man irregeleitet wird, und zwar gezielt und so weiter, da braucht es eine Konfrontation durch eine AZK, durch eine Antizensur-Koalition. Das ist für mich der Ansatz des Ausweges, ist nicht der Ausweg, der letzte, es ist der Beginn. Ich sage immer, wenn es nicht beginnt, dass wir uns zusammenstellen und diesem Alltreiben, diesem Allfrontenkrieg, von Informationskrieg, von Frühsexualisierung, von Mobilfunk, was uns langsam da niedergart, und diese Dinge, die ganzen Weltherrschaftsgelüste, die Verschwörungen, die Kriegstreibereien, wenn man hier aufzählt, es ist immer dieselbe Antwort, die es am Anfang braucht. Es muss mit Aufklärung beginnen. Es muss mit einem Zusammenschluss beginnen, dass Menschen, die einzeln sicher nichts tun werden dagegen, nichts tun können dagegen, dass sie zusammen eine Synergie bilden, um das Ganze durchzuschlagen mit der Aufklärungsarbeit. Da dachte ich schon, ich kann Tische rücken, du. Plötzlich war die Kanzel weg. Ich darf jetzt nicht abweichen, ich möchte dir nur die Grundlage legen für die AZK. Ich sage, wenn wir einen Weltkrieg verhindern wollen, jetzt noch, wenn wir diese Allkonfrontation überwinden wollen, dann geht es nur in einer Koalition, dass alles, was gerecht ist und alles, was heilig ist, nenne was du willst, alles, was diese Attribute der Kraft, der Durchsetzungskraft auf sich trägt, wenn sich das bündelt, vereint und dann miteinander eine Botschaft hinausbringt. Diese Botschaft heißt Entwirrung. Die ganzen Völker sind verwirrt, sie werden gezielt verwirrt, teilweise oft auch nicht bewusst, nicht mutwillig, macht im Endeffekt keinen Unterschied. Es braucht eine Aufklärungs-, eine Schulungskoalition, eine Aufklärungs-, eine Schulungsbewegung. Wir müssen die Leute wieder schulen, wir müssen den Leuten wieder den Kopf klar machen, dass sie wieder wissen, was da im arabischen Frühling genau geschieht. Wissen, was mit der Finanzkrise geschieht. Wissen, was auf dem medizinischen Gebiet funktioniert. Und diese Bereiche werden wir heute miteinander reichlich abgedeckt haben in diesen Referaten, die wir hören werden. Und noch vieles andere ist nötig. Wir müssen die Leute schulen. Wenn wir das verhindern wollen, was jetzt gerade geschieht, was gerade geschieht und geschehen will, bis eben hinein in den dritten Weltkrieg, oder jemand sagt schon der vierte, der dritte war der Kalte Krieg, ja. Wenn wir das verhindern wollen, es konnte nur an die Grenze kommen durch Missinformation, durch Verdrehung. Die Leute sind so verdreht, dass sie denken, wenn sie in diesen Krieg eintreten, täten sie was Nützliches. Sie merken nicht, dass sie in ein Selbstmordkommando hineinlaufen. Wenn es uns gelingt, gemeinsam Licht daraus zu werfen, gemeinsam aufzuklären, ja, dann wird die Möglichkeit bestehen, dass wir da das Schlimmste verhindern können. An das müssen wir glauben, versteht ihr das? Wir müssen daran glauben. Ich habe jetzt gerade ein neues Drehbuch gemacht, ein neuer Film, der wird jetzt gerade fertig, nächste Woche, denke ich. Wenn ihr den schaut, dann wisst ihr, wovon wir gerade sprechen. Ich wünschte, ich könnte den heute hier schon zeigen. Wir müssen daran glauben, sonst glauben wir dran. Ehrlich, es kommen Dinge jetzt,
Und die haben wir jetzt einfach mal schonungslos auf Film gebracht. Ich habe ein Drehbuch gemacht, Viertelstunde nur. Wenn du das ohne Tränen überstehst, wenn du nachher nicht schwach bist, wenn du das gesehen hast, wenn dir nicht das Blut buchstäblich entschwindet in deinem Leib, dass du schwabbelig davonläufst und einfach nur noch weißt, du bist der Nächste. Das wird sein. Ich habe den Film ab 18 plus gemacht. Das machen wir. Wir geben jetzt dann eine neue DVD raus mit Filmwerken, kurze Aufklärungsfilme, alle die besten Aufklärungswerke, die zusammengeflossen sind, die werden wir auf eine DVD brennen und sie den wichtigsten Politikern der Justiz, all den Leuten, die wirklich an den Schalthebeln sind, zukommen lassen, damit sie mal wissen, wo die Sache läuft. Und auch ins Volk raus bringen wir das. Aber eins möchte ich sagen, am Start dieser AZK, die AZK müsst ihr mit nach Hause nehmen. Das muss euer Lebensstil werden. Denn ihr müsst wissen, je mehr Wahrheit das an die Menschen kommt, desto freier werden sie. Seht ihr, jetzt sind wir mitten in diesen göttlichen, christlichen, sogenannten Attributen. Wahrheit macht frei, kam aus dem Mund des Sohnes Gottes. Wahrheit macht frei. Das heißt, jeder, der Wahrheit verkündet, ist aus Gott, sage ich jetzt mal, weil Gott ist die Wahrheit. Und sobald das rüberkommt, gleich über welches Thema, das wir heute hören, diese Wahrheit befreit die Leute. Je mehr Wahrheit sie hören, desto anspruchsvoller werden die Leute. Jetzt müsst ihr gut überlegen, was ich sage. Das hat sehr viel mit dem heute zu tun. Und wer hier drin beten kann, der bete, dass diese Leute wirklich sprechen können heute, dass aus ihrem Mund Fluten des Lichts ausgehen. Göttliches Attribut ist Licht, dass das rausgeht. So werden die Menschen anspruchsvoll. Wenn du die Wahrheit mal gehört hast, dann hast du die Nase plötzlich voll von Lug und Betrug. Verstehst du? Plötzlich hast du mal, ich kann es so vergleichen, du hast immer diesen modrigen Gestank mit dem gelebt, deiner eigenen Bude zu Hause oder immer du gerade herumlebst. Und jetzt kommt da plötzlich dieser Wohlgeruch, wie ein feines Essen ist das im Vergleich. Jetzt hörst du plötzlich die Wahrheit, plötzlich hast du die Nase voll von deinem modrigen Gestank zu Hause. Wenn du Lüge nur schon aus der Entfernung riechst, du hast die Nase voll, sagst, stopp, das kommt mir da nicht mehr rein. Das fresse ich nicht mehr. Ich möchte nur noch das essen, was gut war, oder? Das konnten wir doch schon als kleine Kinder, oder? Ja? Das will ich, Mama, oder? Das andere will ich nicht mehr. Oder? Aber dass sich das ereignet, es kann sich nur ereignen, wenn es auch geschieht. Du musst mal einen rechten Schoppen im Mund haben, mal an etwas Gutem gekaut haben, dass du weißt, dass das andere schlecht war. Und darum müssen wir raus. Das ist unsere große Chance. Versteht ihr? Zeitgemäße Wahrheit, kann ich euch sagen, zeitgemäßes Maß auch der Dinge oder zeitgemäße Art, wie man etwas rübergibt, das macht die Menschen im positiven Sinne süchtig. Versteht ihr? Wenn jemand das Richtige zur richtigen Zeit auf die richtige Art tut, am richtigen Platz, die Leute werden süchtig danach, die wollen das immer wieder. Und das ist es, was wir ihnen bringen möchten. Menschen, die ihnen das bringen. Seht ihr? Und wir machen immer dieselben Fehler. Es wäre so viel da. Es wäre so viel Kraft, so viel Herrlichkeit, so viel Friede da. Und wir behalten es unter uns. Wir kommen zu einer Konferenz, hören uns das an, sind begeistert, gehen trunken manchmal nach Hause vor seinem Tag und das war's. Seht ihr? Wenn wir es nicht weitergeben, verändert sich im Volk nichts. Und wenn wir das weitergeben, was wir heute hören, wenn das nicht hier stecken bleibt, wenn ihr es nachher auf eurem Netz verbreitet, wenn ihr alles unternehmt, DVDs selber brennt, rausgeht, wenn ihr das nicht fortsetzt, was ihr heute hier hört von diesen Menschen, das versickert im Sand, das nützt nicht viel. Es lebt alles von der Mission. Mission meint weitergeben an andere. Und seht ihr, es liegt so viel Frieden, so viel Kraft, so viel befreiende Zuversicht auf dem, was ihr heute hören werdet durch diese Menschen hier drin. Es wird so viel gewirkt durch sie, dass die Menschen da draußen, wenn sie es bekommen, intuitiv spüren, das ist es. Das andere ist es nicht, das ist es. Und sie werden diesen Menschen, die ihr heute hört, sie werden ihnen verpflichtet bleiben. Sie werden dranbleiben, sie werden es herumerzählen und sie sagen, nur noch dieser Wohlgeruch, dieser Intuition werde ich verpflichtet bleiben. Das muss in einem Menschen, von einem Menschen ausgehen, dass ich noch auf ihn höre. Und seht ihr, wenn sich das steigert, wenn das zu einem Volksbewusstsein wird, dann wird plötzlich der einzelne Mensch wissen, von selbst wissen, was er zu tun und zu lassen hat.
ohne dass man große Lehrgänge tätigen muss, plötzlich werden sie wissen, auf was es ankommt, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Aber seht ihr, und das muss man nachher in eine Synergie hineinbringen, eine Synergie, dass wir dann gemeinsam in diesem neu gefundenen, in dieser neuen Qualität, was da ausgegangen ist, sich vereinigt, dass man das zusammenlässt, was zusammengehört. Nicht wieder jeder einfach nur irgendwo für sich, sondern dass man miteinander dann in diese tieferen Dimensionen reinfindet, wo man miteinander etwas Positives bewegt. Oh, es ist etwas Gewaltiges. Wenn man das Wahre gefunden hat, Leute, die Gerechtigkeit im Herzen haben, dann ist ein gegenseitiges Hochpushen die Lösung. Wir sehen, dass es bei der Aufklärung beginnt. Wir sehen, dass es eine Koalition, ein Zusammenschluss, eine Synergie sein muss von Aufklärungsdiensten, von Diensten, die das Ganze klar machen, könntest du auch sagen. Aufklärungsdienst meint, es muss wieder klar werden im Kopf. Die Verwirrung, die gesät ist, oft mutwillig, muss klar werden im Kopf. Und dazu braucht es alle, die Gerechtigkeit in sich haben, die eben von der Wahrheit durchdrungen sind. Wenn wir einander erkennen und neidlos anerkennen, wer wohin gehört, und das ist so, wenn man das Richtige tut, das hängt davon ab, dass man das Richtige tut, sonst straft uns die Natur und spaltet uns wieder. Und so konnten wir auch aufgespalten werden. Aber wenn wir mal diesen Punkt gefunden haben, wo wir das Rechte miteinander treiben, vorantreiben, wo die richtigen Leute sich berühren, dann kommt es zu einer gegenseitigen Anerkennung, zu einer gegenseitigen Liebe, zu einer Beziehung des Herzens, und jeder geht in seiner Weise gestärkt voran, jeder unterstützt den anderen. Man mag getrennt marschieren, aber man schlägt gemeinsam in die richtige Richtung. Und diese richtige Richtung möchte ich jetzt, bevor wir die Referenten dann nach vorne bitten, die möchte ich hier zusammenfassen, weil das ist mir ganz wichtig. Mein Zentrum ist jetzt, dass ich dir mitgeben möchte, die AZK zu Hause. Die Fortsetzung ist das Wesentliche. Eine Konferenz besuchen kann jeder. Wir müssen zu Hause wissen, was zu tun ist. Wir müssen die Synergien bilden, um den kommenden Krieg zu überwinden und so weiter. Ja? Und ich glaube, in einer Hinsicht brauchen wir keine lange, Entwicklung mehr. In einem Gebiet, glaube ich, sind wir uns ziemlich schnell einig. Das alles, was wir schon miteinander studiert, gehört haben, gesehen haben, lässt uns zu der einen gemeinsamen Erkenntnis hingelangen, dass wir, glaube ich, alle dasselbe fühlen. Ich mache gerade mal kurz einen Test, ja. Sind wir uns alle einig, dass es Zeit ist, zum Beispiel die US-Armee nicht mehr durch unsere Armeen zu unterstützen? Wer ist sich da ein, dass diese Zeit da ist? Seht ihr? Diese Meinung, die mag in Millionen Köpfen sein, aber man muss sie umsetzen, und die wird nicht hier in einer Konferenz umgesetzt. Glaubt es. Das große Problem ist oft, dass wir Konferenzgänger sind. Wir setzen uns hin, sind jedes Mal noch mehr überzeugt, dass es stimmt. Aber wir müssen eine Synergie bilden nach dieser AZK, die darüber hinausgeht. Was hier geschieht, ist eine Initialzündung. Aber zu Hause, wie setzt man das um? Das möchte ich sagen, bevor die Referenten hochkommen, damit wir auch an diese Referenten dann richtig angedockt sind, dass die Geschichte nachher richtig weitergeht. Ja. Ich sage hier nur meine Sichtweise, die kann man umsetzen oder nicht. Das ist ja immer so, wir zwingen niemanden, wir sind hier nicht Sektierer. Die sagen, du musst so wie ich, wir machen nur Vorschläge. Und wie gesagt, wenn du auf dein Herz hören gelernt hast, das, was da drin schwingt, was hier Frieden und Freiheit, was Ruhe und Zuversicht auslöst, wenn du nach Intuition lebst, dann tust du die Dinge, die dich hochführen im Herzen drin, und du tust sie nicht, weil du sie im Kopf schlau findest, sondern weil du spürst, so muss es sein. Ja? Ich schlage persönlich vor, wir sollten jetzt im Vorfeld, bevor es endgültig kracht, wir sollten nicht allein Petitionen gegen den Krieg machen, sondern Proklamationen. Das geschieht ja auch schon. Wir haben heute hier auch wunderbare Menschen in unserer Mitte. Ja? Und was meine ich damit? Mit Proklamationen. Ich meine damit, dass wir, ich nehme mal mein eigenes Beispiel, als junger Rekrut, ich wurde eingezogen, ich stellte mich hin und sagte, hör mal zu, ich bin für die Landesverteidigung, durchaus, aber ich werde nie eine Waffe in die Hand nehmen, das müsst ihr einfach wissen, ich bin bereit, Kartoffeln zu schälen, ich bin bereit, alles zu machen, die Armee zu unterstützen, wie immer sie will, ich werde nicht auf einen Menschen schießen, das kann ich nicht. Ich bin dazu da, Menschen zu retten, nicht Menschen zu erschießen. Dann kam ich in ein Gericht. Da kamen Pfarrer und alles Mögliche, und die haben mich richtig bombardiert. Die haben mich fix und fertig gemacht.
Und die Pointe am Schluss war: Herr Sasek, also was sind Sie für ein, also Sie hat nicht gesagt, Kameradenschwein. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Wache, Ihre Kollegen sind da im Bunker unten und jetzt kommt ein Angriff. Und Sie stehen hier und beten, oder was? Dann sage ich, wieso stellen Sie ausgerechnet mich hin ohne Waffe? Es gibt auch andere, die eine Waffe haben. Dann sagen Sie, und Herr Sasek, Sie werden die Waffe nehmen. Da habe ich gesagt, und ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, ich werde nie eine Waffe in die Hand nehmen. Nie, nie, nie. Das ist meine Waffe, versteht ihr? Das ist meine Waffe. Ich habe einen Mund bekommen. Und ich erlebe doch, wie Feinde zu Freunden werden. Wenn man nur mit ihnen spricht, ja, nicht, freilich nicht gleich jeder. Ich habe gesagt, ich werde keine Waffe nehmen und Sie wissen es jetzt. Und ich habe Sie gewarnt, dass wenn der Ernstfall kommt, dass Sie mich nicht als Deserteur hinstellen, ich werde keine Waffe nehmen. Wisst ihr, was das nächste war? Haben Sie mich mit Handschellen abgeführt? Der Oberst, oder was es da war, der steht vor mich hin. Herr Sasek, Sie nehmen die Waffe nicht. Im Ernstfall werden wir Sie als Seelsorger einsetzen. Amen. Ja. Und das war's. Und das war's. Meine Kinder, alle nehmen keine Waffe. Und sie haben alle dieselbe Waffe. Unsere Waffe liegt in unserem Mund, versteht ihr? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Also, ich bin der Meinung, wir sollten nicht Petitionen, sondern Proklamationen machen. Wir sollten jetzt das tun, was vielleicht viele Ukrainer schon verpasst haben. Oder ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Man sollte schriftlich sich festlegen, wie ich es jetzt gesagt habe, in meinem Fall sollten jeder, der das auch so findet und auch nicht bereit ist, irgendeinen Krieg da draußen zu unterstützen, sollte jeder dasselbe machen. Da bin ich der festen Überzeugung, der festen Meinung, wir sollten das so verweigern im Vorfeld, dass wir nicht als Deserteure gelten im Ernstfall. Wir sollten das verbriefen lassen, wir sollten das niederschreiben lassen. Und das geschieht nicht hier in der Konferenz, das geschieht bei dir zu Hause nachher. Das ist unsere Notwehr in diesem Krieg. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen, wir können nur verlieren, alle miteinander, bin ich fest davon überzeugt. Ja. Und weil wir gerade schon mal hier in der Schweiz sind, ich möchte ermutigen, es gibt immer Leute, die denken, das geht doch nicht, man kann viel darüber diskutieren, ich sage nur, wir als Schweizer haben ein Bündnis gemacht, wir machen nicht wie die Amis Scheinangriffskriege in demokratischem Gewand. Wir sind neutral, wir verteidigen uns, bald zwar auch nicht mehr, wenn es so weitergeht, diese Unterwanderung, dieser Unterwanderungskrieg, wir verteidigen uns, wir werden keinen Angriffskrieg machen, wir sind neutral. Und seht, wir haben wie viele Jahre, hunderte Jahre, das kann jetzt irgendein Historiker vielleicht auf die genaue Zahl bringen, wir sind dieses Land, das in den Weltkriegen und überall als Insel des Friedens beneidet wurden, rundherum. Man hat also sehen können, dass es geht, und das geht bis heute. Wir können unsere Schwerter zu Pflugscharen machen. Wir müssen nur bereit sein, eben umzudenken. Eben ich, in meinem Fall sagt dort, ich werde Kartoffeln schälen, wenn es sein muss. Jeder kann etwas tun. Also ich versuche jetzt schnell zu werden, damit wir zum ersten größeren Referat kommen. Eine Entwaffnungsbewegung müssen wir werden. Das geschieht nicht hier drin, das geschieht zu Hause dann nachher. Wir selber sind ihre schlimmste Waffe. Wir müssen uns ihnen wegnehmen, unsere Zustimmung. Denn ich sage euch auch, diese DVD, die ich angesagt habe, diese Filme, die wir zusammengestellt haben, ich gehe nur noch aufs Ganze, wir gehen alle nur noch aufs Ganze. Wir decken die Lügen der Medien hinsichtlich der Kriegstreiberei, sie sind Handlanger der Kriegstreiber. Wir decken ihre Lügen Tag für Tag auf und mit jeder Sendung kommt es immer mehr, verehrte Zuschauer und Staatsanwälte, versteht ihr? Und Richter. Und was immer hier noch Kapazität hat, da haben sie gelogen, da haben sie gelogen, da haben sie gelogen. Hier treiben sie uns in den Krieg, hier treiben sie uns in den Krieg und da auch. Versteht ihr? Das muss durch dich geschehen, du hast doch auch einen Mund bekommen, du hast auch eine Hand bekommen zu schreiben. Mögt ihr heute? Ja, es ist einfach so, besser wir mögen hier, im Krieg muss man auch mögen, wenn das alles geschieht, dann fragt keiner mehr danach, magst du oder magst du nicht. Dann gehst du nachts um 12, wenn du vorher schon 3 Tage nicht mehr geschlafen, gegessen und getrunken hast, ziehst trotzdem aus und flüchtest von deinem Ort. Versteht ihr? Fresst euch voll hier heute an diesem Tag, ich meine es im positiven Sinne. Ja?
Futtert euch voll mit dem, was ihr heute hört, und wenn es bis nachts um 12 Uhr geht, dann geht es bis 12 Uhr, dann kommt ihr zu spät zur Arbeit am Montag. Ist egal. Hört ihr zu? Okay, okay. Okay, ich möchte den Spieß einfach umdrehen, das ist mein Ziel, dass wir hier Initialzündungen bekommen, dass wir den Spieß umdrehen und die Kriegstreibermedien zum Schweigen bringen. Oder ich möchte es mal ganz fair machen. Wir möchten sie nicht generell zum Schweigen bringen, so wie wir auch nicht generell zum Schweigen gebracht werden möchten. Wir möchten nur, dass sie auf dieselbe Ebene zurückkommen wie wir, denn sie erzählen Quatsch. Sie haben kein Recht auf öffentlich-rechtes Fernsehen, versteht ihr? Das möchten wir runterholen. Wir sagen, ihr dürft reden. Ihr dürft reden, aber in denselben Kanälen wie wir. Ihr könnt jetzt das Internet benutzen oder was halt euch zur Verfügung stellt. Ihr könnt wieder eure Traktate streuen. Ihr habt euch für das öffentlich-rechtliche Wesen nicht qualifiziert. Ihr habt uns wirklich in die Scheiße rausgeführt. Versteht ihr? Das muss man ihnen sagen. Und dann dürfen sie ihre Traktate verteilen, wie wir auch. Siehst du, wir kämpfen um jede Seele. Bis du mal 10.000 oder 100.000 erreicht hast. Gut, heute haben wir ab und zu ein paar Millionen. Aber was ist das gegen Milliarden? Versteht ihr? Die versauen jeden Tag Millionen, Milliarden von Menschen mit ihrer Scheißröhre, mit ihrem Fernsehen. Versteht ihr das? Die müssen da weg. Das muss aufhören. Definitiv aufhören. Definitiv. Aber seht ihr, das geht nur durch Vernetzung, durch gezieltes strategisches Vorgehen, dass wir ihre Lügen ständig täglich wie gebetsmühlenartig aufdecken. Und ich sage nicht in erster Linie das Volk, in erster Linie die Justiz und was irgend noch an Macht da ist, Machtträger dieses Systems, in dem wir leben, wo die Aufrichtigen sind, die wenigen. Ich weiß, man kann hier stundenlang diskutieren, ist überhaupt noch was in guten Händen? Es gibt gute Hände, glaubt es. Es gibt gute Hände, überall. In den schlechtesten christlichen Gemeinden gibt es gute Hände. In den extremsten religiösen Bewegungen, ich möchte hier gar keine Namen nennen, egal wo du bist, wo immer was Schlechtes ist, ist meistens irgendwo ein Kern, wo du noch ansetzen kannst. Von dem aus kannst du gehen, kannst du Connections und so weiter, bis es funktioniert. Aber wir möchten AZK fortsetzen. Ich möchte das als Lebensstil ausrufen. Ob du im Geschäft bist, im Training oder zu Hause, ob du auf der Straße bist, ob du eine Telefonkonferenz machst, ob du Rundbriefe schreibst, Traktate verteilst. Nimm, was du willst, ob du im Zug oder im Restaurant sitzt. Es muss dein Lebensstil sein, die Leute aufzuklären, weiterzugeben. Als Klagemauer TV und S&G, also Stimme und Gegenstimme, Hand Express, bitten wir herzlich, euch anzuschließen, aber ich möchte darüber dann am Schluss vielleicht der Tagung noch mal darauf zurückkommen, als ganz praktische Möglichkeit von unserer Seite her, wie wir uns noch besser vernetzen können. Ich schließe hier meine Vorrede. Ich hoffe, ihr habt die Ausrichtung jetzt bekommen und hört so hin, dass ihr, ich sage es jetzt mal, Gottes Wort aus diesen Menschen hört. Ich sage nicht, dass alles, was sie sagen, Gottes Wort sein muss. Aber ich sage, wenn diese Menschen die Wahrheit sprechen, dann wabbert sie in eurem Bauch, dann wisst ihr, dass sie Recht haben und dann hat Gott durch sie gesprochen, weil Gott ist Wahrheit, Gott ist Licht, Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist Friede. Und wenn das aus diesen Menschen ausgeht, nehmt es so als Wort Gottes. Bitteschön.